Smoky, qualitätsgeprüfte Informationen und Ärzte. Mein Name ist Maria Beuys, ich bin Fachärztin für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie und darf euch heute ein bisschen was über das komplizierte Thema der Brustrekonstruktion erzählen. Frauen brauchen eine Brustrekonstruktion einerseits zum Beispiel nach einer Krebserkrankung, wenn ein Teil der Brust oder die ganze Brust entfernt werden muss. Andererseits gibt es aber allerdings auch Frauen mit angeborenen Fehlbildungen, wo zum Beispiel eine Brust sich gar nicht entwickelt und die andere Brust sich normal entwickelt. Oder auch Frauen nach Unfällen oder nach Infektionen an der Brust, wo eine extreme Ungleichheit besteht oder eben eine Rekonstruktion einer oder beider Brüste durchgeführt werden muss. Wichtig ist bei der Rekonstruktionsfrage und vor allem bei der Frage eines Brustkrebses, dass vorher alles durch einen Brustchirurgen und den Gynäkologen abgeklärt wird und hier die ganze Behandlung durchgeführt wird. Der plastische Chirurg kommt eigentlich erst dann ins Spiel, wenn es wieder um den Wiederaufbau, also die Rekonstruktion der Brust geht. Die verschiedenen Möglichkeiten der Rekonstruktion einer Brust, die sind eigentlich global gesehen sowohl für Brustkrebserkrankungen als auch für angeborene Fehlbildungen oder nach Trauma oder Infektion der Brust, wo es zu einem Teilverlust der Brust kommt, gleich. Und die möchte ich euch ein bisschen näher bringen. Wenn man sich anschaut, wie eine Brust wiederhergestellt werden kann, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits gibt es den großen Themenbereich der Implantate. Implantate sind silikongefüllte Kissen, die das Volumen und die Form der Brust wiederherstellen können. Je nach Ausgangslage, wie viel von der Brust wiederhergestellt werden muss, sei es nur ein Teil der Brust oder sei es die ganze Brust, gibt es verschiedene Größen und Formen, um hier wieder an die gleiche Seite, also an die andere Seite praktisch wieder gleich anzugleichen. Das große Thema hier ist, wie wird das Implantat eingebracht, über welchen Schnitt, gibt es zum Beispiel durch Voroperationen schon Vorschnitte, wie viel von der Brust fehlt, wie viel fehlt vom Brustmuskel. Das ist interindividuell sehr unterschiedlich und muss immer mit dem jeweiligen Brustchirurgen und plastischen Chirurgen genau besprochen und geplant werden. Die zweite Möglichkeit, um eine Brust wiederherzustellen, ist durch einen Eigengewebstransfer. Da gibt es eben auch verschiedene Untergruppen. Einerseits haben wir seit vielen Jahren die Möglichkeit, Fett, nämlich eigenes Fett, zu transferieren. Und hier wird dann eben auch das Volumen der Brust wieder durch eigenes Fett ersetzt. Die natürliche Brust besteht ja zu einem Großteil aus Fett, der andere Teil ist Brustdrüse. Und wenn man Fett irgendwo an einer anderen Körperstelle absaugt, Bauch, Oberschenkel, Hüfte und das Fett aufbereitet und die Brust initiiert, lässt sich hier eigentlich ein sehr natürliches Ergebnis und ein Wiederaufbau der Brust erzielen. Bei einem Komplettwiederaufbau braucht das manchmal mehrere Sitzungen. Das geht meistens nicht in einer Sitzung, weil nicht so viel Fett auf einmal transferiert werden kann, weil das Fett sonst abstirbt, nicht angenommen wird und wieder abtransportiert wird. Das heißt, hier sind manchmal wirklich 3, 4 oder auch 5 Sitzungen notwendig, um eine ganze Brust zu rekonstruieren. Der andere Teil der Eigengewebsrekonstruktion ist die sogenannte Lappendeckung. Hier wird irgendwo ein Gewebe entfernt, sei es ein Muskel oder ein Hautfettlappen, zum Beispiel vom Unterbauch oder von der Innenseite der Oberschenkel, wird hier das Gewebe mit der Blutgefäßversorgung entfernt und wird oben im Brustbereich wieder unter dem Mikroskop angeschlossen und dieser ganze Gewebeblock wird praktisch transplantiert. Das liefert sehr schöne und sehr natürliche Ergebnisse, ist natürlich aber eine sehr große und lange Operation und gehört in absolute Spezialistenhände, nämlich plastische Chirurgen, die mikrochirurgisch gut ausgebildet sind und diesen Eingriff sehr häufig durchführen. Die Entscheidung, ob eine Frau eine Brust wieder rekonstruieren lässt nach einer Krebserkrankung, bei einer angeborenen Fehlbildung oder nach Traumainfektion, ist eine sehr interindividuelle. Für viele Frauen bedeutet die Brust Weiblichkeit, Selbstbewusstsein, hat natürlich einen großen Stellenwert in der Sexualität und hier ist es für viele Frauen wichtig, sich wieder als Frau ganz zu fühlen und die Brust wieder zu rekonstruieren. Hier gibt es eben eine Vielzahl an Möglichkeiten, um die Brust wieder so natürlich wie möglich herzustellen und hier ist es wichtig, mit dem plastischen Chirurgen die verschiedenen Möglichkeiten durchzubesprechen und dann für sich selbst das Beste herauszusuchen.
Eine Brustrekonstruktion nach einer Krebserkrankung, nach Infektion, Trauma oder bei angeborenen Fehlbildungen werden in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Das Thema der Brustrekonstruktion ist ein sehr, sehr großes und muss immer wirklich zwischen Patientin und Arzt genau besprochen werden. Wenn ihr dazu mehr Informationen wollt, könnt ihr mich gerne direkt kontaktieren bzw. auf der MOKI-Plattform mehr darüber nachlesen.